Was bedeutet abstrakte Verweisung bei deiner Berufsunfähigkeitsversicherung und warum sollte ein guter BU-Versicherer unbedingt darauf verzichten? All das erfährst du in folgendem Video. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Hallo bei Versicherungen mit Kopf erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und hier auf diesem Kanal gibt es wichtiges und praktisches Versicherungswissen für dich. Das heißt, wenn du versicherungsfit werden möchtest und noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt hier unten ganz schnell machen, Glocke noch aktivieren, dann wirst du informiert, wenn es hier neue Videos gibt. Heute möchte ich dir den Begriff der abstrakten Verweisung erklären. Den hast du vielleicht schon mal gehört im Zuge der Berufsunfähigkeitsversicherung. Du hast vielleicht auch schon mal gehört, ja, irgendwie wichtig und irgendwie muss man da auch gucken, dass das so und so formuliert ist. Und genau da werde ich dir heute etwas Licht ins Dunkel bringen. Wenn du nun berufsunfähig sein solltest laut den Bedingungen, die Definition ist meistens die folgende. Du kannst deinen zuletzt ausgeübten Beruf zu mindestens 50% nicht mehr ausüben für voraussichtlich mindestens 6 Monate. Und das Ganze ist bedingt durch Krankheit, Unfall oder mehr als altersbedingten Kräfteverfall. Dann bekommst du normalerweise deine vereinbarte BU-Rente ausgezahlt. Es sei denn, dein Versicherer kann dich abstrakt verweisen an einen anderen Beruf oder eine andere Tätigkeit. Und das ist natürlich sau doof, weil eigentlich wärst du ja berufsunfähig und eigentlich stünde dir das Geld zu. Aber durch diese Klausel hat der Versicherer die Möglichkeit, halt zu sagen, ja, aber guck mal, du kannst doch noch den Beruf machen und den auch noch und übrigens den da oben auch noch. Ja, und deswegen schieben wir dich dahin. Und du musst jetzt quasi diesen Beruf, also du musst ihn nicht ausüben, aber in der Theorie könntest du ihn ausüben. Und das reicht aus, dass der Versicherer dir hier keine Leistung zahlen muss. Und hierbei kannst du natürlich schon sehen, wie wichtig das ist, dass dein Berufsunfähigkeitsversicherer darauf verzichtet, dass er dich eben nicht abstrakt verweisen kann. Das ist super wichtig. Das hat übrigens nichts mit der konkreten Verweisung zu tun. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem der folgenden Videos. Wenn du das nicht verpassen möchtest, wie gesagt, hier abonnieren. Also ganz wichtig, dein Versicherer muss auf die abstrakte Verweisung verzichten. Die gute Nachricht, die meisten Versicherer heutzutage, wenn du heute neu einen Berufsunfähigkeitsversicherungsvertrag abschließt, verzichten tatsächlich auf die abstrakte Verweisung. Früher war das halt nicht der Fall. Also wenn dein Vertrag noch älter ist, dann kann es durchaus sein, dass es diese Klausel noch gibt und zum Beispiel auch viele Fälle, die heute zur Berufsunfähigkeit führen, also wo ein Mensch tatsächlich berufsunfähig wurde, vielleicht in deinem Bekanntenkreis und der dann sagt, ja, ich bin eigentlich berufsunfähig, ich habe keine Kohle bekommen, alles Sauerei, schließ bloß keine Berufsunfähigkeitsversicherung ab. In vielen Fällen liegt es tatsächlich an dieser abstrakten Verweisung, die halt leider noch vor einigen Jahren, ja, mehr oder weniger gang und gäbe war, dass das in so einem Vertrag mit dabei ist. Und das soll eben dich jetzt nicht verleiten, dass du denkst, oh Kacke, ja, die leisten ja dann eh nicht, sondern eben du musst wissen, ah, okay, heute ist das nicht mehr so. Wenn ich einen Vertrag neu abschließe bei so einem guten Versicherer, mit einer guten Beratung, ja, dann bist du hier safe. Wenn du dir nicht sicher bist, ja, ob das jetzt bei dir der Fall ist in deiner Berufsunfähigkeitsversicherung oder ob da generell irgendwie vielleicht irgendwas nicht passt, ja, Laufzeit, Höhe der Rente und sonst was, dann kannst du hier unten mal auf unseren kostenlosen BU-Check klicken. Da prüfen wir das für dich und geben dir da ein Votum mit, ob das alles passt oder nicht. Ja, und das war's auch schon zur abstrakten Verweisung. Wenn du hier wieder was gelernt hast, gib dem Video bitte unbedingt einen Daumen hoch. Wenn du mehr solcher Definitionserklärungen haben möchtest, dann lass mich das bitte auch in den Kommentaren wissen. Dann mache ich hier vielleicht mal so ein Videolexikon auf YouTube, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, alles Gute dir, dein Bastian von Versicherung mit Kopf. Ciao.